Weil das Problem ist auch, der Royale ist halt auch so ein scheiß Truck zum Wiederaufrichten, weil er den Punkt einfach nur scheiße hat, ne? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dirt Truck Simulator. Folge 194. Hier wollen wir erstmal stehen bleiben. Hier geht es weiter. Gleich eine Extremsituation für den Kleinen hier. Eieiei. Also, für große Aufträge kann man den, glaube ich, eher nicht nehmen. Aber er schafft's. Was auf jeden Fall nicht selbstverständlich ist. Ich meine, so ein kleines Ding. Echt cool. Feier ich ab. Feier ich ja ab. Was ich nicht abfeier ist, dass meine Capture-Karte auch in letzter Folge abgestürzt ist. Macht mir langsam echt Sorgen, dass die den Geist aufgibt. Aber ich probiere vielleicht zur Not auch erstmal nochmal einen anderen Slot vom Mainboard aus. Wobei ich keinen anderen frei habe. Das ist das Problem. Oh. Ich schon wieder. Hatten wir doch schon. Junge, hier ist doch kein Wasser. Großen kann ich natürlich nicht, ne? Was für ein Terror, ey. Binde auch wieder Gold. Da hinten ist der Bunker. Nice. Aufgabe ist doch schnell. Verdientes Geld. Und ich habe nach wie vor keinen Plan, wie ich... Aber warte mal. Ah, hier ist es doch. Tja, dadurch, dass wieder eine neue Karte dazu gekommen ist mit neuen Aufgaben, ist unser Gesamtfortschritt wieder unter 50% gerutscht. Das ist echt schon belastend. Das ist echt schon belastend. Okay, Alter, wir haben noch so viele Upgrades, die wir eigentlich noch finden müssten. Unfassbar. Scheiße. Alaska war am weitesten. Bei mir in Michigan gleich und halt in Cola mehr. Nichts. Wir haben schon einige Sachen erledigt, aber so lange haben wir die Karte noch nicht. Aber durch die ganzen Updates ist wahrscheinlich wieder eine Menge dazugekommen. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hier rüber gucken, weil ich ein bisschen misstrauisch bin, diese scheiß Karte. Oh, hier muss man so machen. Ach, entspannt. Entspannt. Misstrauisch. Meine liebe Avamedia, bitte machen Sie Ihren Job. So. Das sieht aus... als würde nur der direkte Weg das hier sein, ne? Ach, scheiße. Na gut. Können wir aber auch gleich hier fahren. Wobei, wo ist denn der nächste? Ach, da. Ja, dann können wir ja gleich hier runter und dann zack, zack. Da waren wir noch gar nicht. Da kommt ja aber. Ui. Machst du mal den anderen? Dann. Uiuiui. Hätte ich nicht erwartet, dass der jetzt hier so geil fährt. Aber hier ist der Bunker. Damit haben wir den zweiten von dreien schon gefunden. Nice. Nice, nice, nice. Fahren wir gleich weiter. Hier bist du jetzt ein bisschen tiefer.
Aber so habe ich wenigstens mal einen Grund, auch den Truck hier mal zu benutzen. Für Ladungen würde ich das jetzt eher nicht empfehlen. Da haben wir den Entsorg von den Royal und so, aber so. Machen wir diese andere Aufgabe mit dem Entsorg. Mit den Containern da. Habe ich Allrad ausgemacht? Bin ich behindert oder was? Spaß. So, Capture-Karte läuft auch noch. Ist ja gut. Ah, sicher erlaubst du mir hier nicht die Schiffsperre. Ja, wir müssen jetzt hier rauf. Das Problem ist, wir waren hier, glaube ich, schon mal, aber hier ist echt nichts mit Fahren, ne? Hier nicht sogar irgendwo das Gebiet, wo unser Royal steht? Ja, gar nicht so weit weg tatsächlich. Vielleicht können wir auf dem Rückweg den sogar aufrichten. Das wär's doch. Und dann können wir mit dem die andere Aufgabe direkt machen. Das wäre doch jetzt perfekt, oder? Dann hätten wir ja sogar fast nichts verschenkt. Auweia. Was mich halt bei dieser Karte gewundert hat, die ist halt doppelt so groß, als die Punkte es angezeigt haben, weil die Map auf der einen Hälfte quasi gar keine Aufklärungspunkte hatte. Und jetzt haben wir halt immer noch so einen großen Teil nicht aufgeklärt hier. Und das ist halt einfach nur krass. Also die Map ist so viel größer, als man gedacht hat, als sie rauskam. Da dachte man, oh, so eine Winzkarte nochmal hier zum nochmal oben drauf, so. Ja, wir fahren dahin. Dann darüber. Jetzt hier mit Wasser haben wir unsere Lektion, glaube ich, gelernt. In der letzten Folge. Aber wir müssen auf die andere Seite. Oh ne. Moment, das war jetzt nicht geplant. So, okay, haben wir. Jetzt müssen wir trotzdem noch eine Weile fahren. Weil es hier nur sehr langsam vorangeht. Aber hier sieht es so aus, als ob man fahren kann. Vorausgesetzt, der Schnee hält eigentlich auf. So, okay, da oben sehen wir ihn schon. Okay. Es ging ja sogar. Nur die Frage, wie wir hier raufkommen. Ah, hier ist eine Straße. Okay, cool. Boah, Alter. Also dann hat er sich aber auch wirklich schon mal ein bisschen Respekt verdient. Zumindest zum Scouten würde ich den dann sogar nehmen. Einfach, weil der super viel Sprit hat. Und eigentlich auch super hier fährt. Guck mal. Dem natürlich fehlt, ist eine automatische Winde. Zack! Verlassene Bunker aufgesucht. Ort des militärischen Rufs. Es ist schwer zu sagen, welchen Beitrag diese Verteidigungslinie geleistet hat zum... Okay, ich werde dich nicht länger damit langweilen. Ich hoffe, die kleine Tour hat dir gefallen. 340 Erfahrungen und 5800 Belohnung gibt es dafür auch. Das ist ja schon mal schön. Uns fehlen trotzdem noch weit über 2000 Erfahrungspunkte zum 24. Level. Wir haben auch hier erst 5 von 52 Missionen. Junge, what the fuck? Halt klar, wa? Okay, dann probieren wir jetzt den... Wir fahren die Strecke einfach mal weiter. Wird uns ja hier hinführen wahrscheinlich. Und dann... Wenn wir den Royal jetzt bergen mit dem Ding hier. Komm, das wäre doch jetzt eine geile Sache. Geile Aktion.
Weil dann können wir nämlich die Mission Foreigner direkt weitermachen. Und dann haben wir wieder eine Mission. Ist ja schön. Aber hier ist auch überall noch was, ja? Hier geht noch eine Straße irgendwo anders hoch, wa? Wenn ich da noch irgendein Upgrade war, endlich mal für diese Karte und so. Sollen ja ein paar Upgrades sein auf dieser Karte. Wir haben bisher noch nicht ein einziges gefunden. Weil die halt alle nicht in dem Bereich waren von den Aufklärungspunkten. Und ich würde jetzt natürlich auch gerne wissen, wie wir die andere Karte noch freischalten können. Aber erstmal ein bisschen zu viel, ne? Also wir machen jetzt erstmal ganz normal... Au! Wir machen jetzt hier erstmal die normalen Sachen weiter. War irgendwas? Wieder die Scheiße. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich folge dem Fluss einfach, oder? Erstmal überqueren wir ihn nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, okay, wir überqueren ihn hier. Hat geklappt. Capture Card läuft auch noch. Ein bisschen langsamer machen. Wir haben eine gefährliche Schieflage. Okay, machen wir anders. Fahren hier rum. Besser. Komm rum. So, okay. Aber wir müssen den doch gleich sehen. Ich muss wieder rüber. Das ist schon scheiße. Aber hier ist nicht so tief. Das heißt, der fährt hier auch. Tatsächlich. Und wenn der dann noch genug Power hat, den Royal wieder hochzuziehen, dann ist das wirklich... Was soll ich sagen, ne? So, da. Ah, ja, Tatsache. Ich habe noch die Diff-Sperre. So, da ist er. Ha. Unglaublich, ne? Der hier oben, ey. Ich glaube, der ist echt zu schwer. So, probieren wir es aber trotzdem. Okay, wir können natürlich so noch probieren. Weil das Problem ist auch, der Royal ist halt auch so ein scheiß Truck zum Wiederaufrichten, weil er den Punkt... einfach nur Scheiße hat, ne?
Komm schon! Ja, nein, komm! Ja, komm, das war fast gut. Mach's doch, komm. Komm schon. Jetzt richte dich auf. Der Truck war auch, haben wir damals glaube ich auch nicht geschafft, also vergeblich. Komm schon. Ja auch einfach keinen vernünftigen. Punkt hat, womit man den einfach, weißt du. Ja. Mein Gott. War der. Ist doch echt Quatsch, Alter, wirklich. Muss halt ihn halt einfach nur aufrichten. Ja, das wird nicht. Ja. Powerspiel ist das. Echt? Probieren zu drehen vielleicht.
Noch sind wir hier nicht fertig, Freunde. Noch sind wir hier nicht fertig. Ich sag so, es hat besser ausgesehen. Das Problem ist, das hier reicht halt leider einfach nicht. Komm schon. Ob es jetzt geht, aber was das angeht, ist der Royal halt ein richtiger Arsch, sagen wir so, wie es ist, weil der einfach nicht gibt leicht um, lässt sich extrem schwer wieder so aufrichten, ne? Verballern hier nur gerade Sprit, sonst nichts, habe ich den Eindruck. Ein Saver Retter so. Aber nein. Er macht ja nicht mal den Anschein, mithelfen zu wollen, weißt du? Das ist ja das Ding. Ja, er lässt sich nur mitschieben. Aber nicht mit so. Na gut. Wir wollen nichts machen, Freunde. Wir probieren einfach, den so weit es geht mit dem hier zu ziehen. Der muss in die Werkstatt. Bringt sonst, bringt hier nichts. Bis weiter geht's in der nächsten Folge. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.